So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht gleich richtig. Das sind ja das ist das brandneue und aktuelle Stickeralbum oder 100 Jahre Stickeralbum von Disney und von Rewe. Ziemlich cool. Und ich öffne jetzt 10 Boostertütchen. Das sind diese hier. 10 Stück zähle ich ab und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück öffne ich. Ja, ich habe ein paar mehr gekriegt. Top dazu. So, und jetzt habe ich gerade in den Kommentaren gelesen. Wirklich brandaktuell. Dieses Stickertütchen bekommt ihr ja bei einem Einkaufswert von 15 Euro. Ein Tütchen. Wenn ihr 22 habt, kriegt ihr schon 2. Wenn ihr ein bisschen flirtet, nett ausseht, dann gibt es ein paar mehr. Ist so. Ich habe eingekauft, meine Bekannten, und die haben mir alle zusammengegeben. Aber gerade in den Kommentaren habe ich gelesen, wenn ihr an die Schnellkasse, das heißt, ihr bezahlt selber, ihr kennt das ja, Scan, Book, bezahlen, gibt es kein Tütchen. Egal, ob ihr für 50, 100 Euro eingekauft, egal, ihr kriegt kein Tütchen. Ihr müsst euch an der Kasse anstellen. Das ist wichtig. Nicht vergessen. Aber jetzt öffnen wir mal die 10 Booster und gucken, was wir schöne Bildermotive haben. Mal gucken, ob ich auch welche einklebe. Erste Tütchen und da klebt was. Tinkerbell sehe ich. Richtig cool. Mega. Schaut mal. Ja, vielleicht klebe ich solche ein. Zweite. Oh, Dumbo in Glitzer. Ja. Die Schlange. Aber Dumbo in Glitzer. Mega. Sagen wir jetzt mal immer so hoch. Dann könnt ihr euch noch ein paar Sekunden lang immer das gerne ansehen, bevor ich das nächste Tütchen aufhabe. Ah, die kleben ein bisschen. 100 Jahre. Oh, schön das Biest. Oh, schade. Ihr seht, ganz andere, 3 andere, aber jetzt fangen die Doppelten schon an. Das ist natürlich ärgerlich, aber naja. Kann man nichts dran machen, weil ihr müsst auch aufpassen. Bei uns der Rewe zum Beispiel, da haben die mir gesagt, dass die vor Weihnachten noch eine Tauschaktion machen wollen, ins Leben rufen. Ihr kennt das ja, wenn ihr genug Sticker habt. Das hat Rewe bis jetzt immer gemacht. Da machen die da ein Tischchen, da kann man da hinkommen. Eine Tauschaktion wird es vor Weihnachten bei uns noch geben. Vielleicht bei euch auch. Schaut mal nach. Olaf! Oh, und dann geht das Stück das ab. Das hier. Oh. Cool. Ja, ich werde, glaube ich, ein paar einkleben gleich, weil ihr seht selber. Das ist nur eins. Ziemlich dick. Einhalb Jahre, das hatten wir doch gerade. Ach nee, gerade mit Belle. Da mit Tinkerbell. Ah, cool. Gibt es also verschiedene 100 Jahre. Die holen wir jetzt mal raus, weil die klebe ich gleich auf jeden Fall ein. Mal gucken, ob es eine extra Seite ist. Oh, Klopfer in Silber. Oh, Toy Story. Auch hier rüber. Na, mal alle hier rüber, dann wisst ihr, da sind 3 mal jetzt mit 100. So, und jetzt kommt schon das 10. und letzte, 9. Entschuldigung, ich hätte beinahe eins.
Stilbogen, Micky, das sieht ja richtig mega aus. Also das ist wieder ein Sticker, seht ihr das? Das möchte ich auf jeden Fall doppelt haben. Warum? Kann ich euch sagen, ich habe die originale Lego-Figur. Das in Hintergrund auf eine schwarze oder weiße Lego-Platte machen, als zum Hinstellen, mega cool. Dann die passende Figur. Ey, das ist doch mega. Das ist wirklich mega. Das ist eine schöne alte Sticker, Bild, dann die passende Figur vorne, schwarz-weiß, mega cool. Also da muss ich sagen, das ist ein schönes. Da müssten öfters welche drin sein. Oh, wieder glitzerhaft. Ah, so perforiert. Okay, jetzt packen wir mal eben die hier an der Seite. So, weil jetzt kommen die 100er. Was haben wir denn da alles? Die 40, 82 und die 90. Also fangen wir mit der 40 an. Ups. 40, ah, da oben ist die 40. Okay. Natürlich schön aufpassen, dass die auch vernünftig da reingeht. Ah, kurz rüber. So, kurz aufpassen. Ist ja gut, dass der einen weißen Rahmen hat. Klebt. 100. So, was war das jetzt? Die Nummer 82. Schön und das Biest. Und ihr schreibt natürlich in die Kommentare, wie ihr die neue Serie findet, die Sticker-Serie. Sammelt ihr sie schon selber? Habt ihr vielleicht auch schon irre Bekannte und sowas, die für euch jetzt auch immer mit einkaufen, wegen dieser Sticker-Kollektion. Ah, da muss man jetzt... So, drinne. Und das war die 90, glaube ich. Ja, die 90. Ist ja nicht weit, ist ja direkt hier. Mega. Aber jetzt die beiden weg. Klopfer der Silber ist doch cool. 29. 29. Wo haben wir die denn? Ganz weit vorne auf jeden Fall. 16. 22. 29. Da oben. Ah, die ist auch ein bisschen... Ja, die fühlt sich auch ein bisschen dicker an. Das scheint... Ja... Seht ihr? Da ist ein richtig cooler Effekt, wenn man ihn bewegt. So, und davon, von den Glitzer, ach nee, hier ist noch einmal Tinkerbell, das perforierte ist 44. Okay. 44, 45, 44 da oben. Ah, ist das ganze Bild. Okay. Ja, genau hinschauen, dass es gerade wird. Passt wunderbar. Dann haben wir Tinkerbell, die Kleine, brauche ich erstmal nicht. Da war doch vorhin noch was. Ach ja, der Dumbo. Der Glitzer Dumbo erstmal. Das ist die Nummer 22. Okay, wieder nach vorne. 22, 16. 22 hier. Ist ja auch wieder so glitzerhaft, seht ihr, mit so einem Spiegeleffekt. Die anderen klebe ich natürlich gleich ein. Wenn ich das jetzt auch noch vor die Kamera machen würde, dann wird das zu lange dauern. Aber wenn ihr Lust zu habt, dass ich demnächst immer alles vor die Kamera einklebe, lasst einen Daumen hoch da oder schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ich will oder so. Wenn viele zusammen ist, dann klebe ich die alle eben. Dann dauert das Video länger und klebe die alle direkt ein. Aber jetzt natürlich noch mein Sticker, wo ich so begeistert von bin. Die Nummer 2. Steelbook. Die Nummer 2, 5, hier unten 2. Und da werden wahrscheinlich auch noch ein paar andere sein. Aber die ist wirklich cool. Passt eine Figur,
Lego-Figur davor oder was meint ihr? Ich finde das mega. Passt natürlich jetzt farblich in diese bunte Familienbild nicht rein, aber es hat was. Also, das waren jetzt meine ersten Sticker-Booster. Ich werde die natürlich jetzt alle einkleben, aber nicht vor die Kamera. Und vielleicht kann man die ja schon im Internet irgendwo kaufen, bestellen. Ich versuche euch die zu verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall, günstig wahrscheinlich auch, weil ihr wisst ja, ein so ein Tütchen mit 4 Sticker müsst ihr für 15 Euro bei Rewe einkaufen gehen, kriegt ihr, wenn ihr 22, kriegt ihr schon 2 wahrscheinlich. Die sind ja alle nett bei Rewe. Aber nichtsdestotrotz, ich klebe sie ein. Wenn ihr nächste Mal sehen wollt, wie ich sie alle einklebe, wenn ich mehrere aufmache, dann wird es ein längeres Video. Schreibt es mir, ich will, oder lasst einen Daumen hoch da. Für einen Daumen hoch bin ich sowieso immer zu haben. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin. Und schaut zu.